Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Story About My Uncle. So, ja, Neustart vom Spiel hat tatsächlich Wunder gewirkt. Es hat jetzt fast auf Anhieb funktioniert und er hält sich auch wieder eigentlich überall sofort fest, mehr oder weniger. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Von dem her bin ich erstmal zufrieden. Willkommen. Our name is Samuel, and we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it. If you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe. But she does not understand. Behind us is the power core. Take it. And go into the chasms. Find Fred. And if you see Madeline, take care of her. Of course. What are the chasms? Yeah, jetzt haben wir endlich drei. I felt a little uneasy about moving on into the chasms. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? Das werden wir herausfinden, würde ich sagen. Okay, das hat super funktioniert. Das hat ja blendend funktioniert. Nein! Shit. Shit. Gut, müssen es wohl eher so machen, dass wir diese Schwungbewegung wie bei Lianen hinbekommen. Ich glaube, dann funktioniert es auch eher mit dem von einem Punkt zum nächsten. Sonst ist es momentan wohl eher etwas schwierig. So wie ich das sehe. So, und dahin. Na, schau an, auf einmal klappt es wieder. Dass er sich überall festhält, wie er soll. Ich weiß auch nicht, was er vorhin gehabt hat. Ah, shit. Ich hätte springen sollen. Also, so richtig. So. So. Nummer zwei. Oh. Shit. Ich sag ja, diese Schwungbewegung. Man darf nicht oben irgendwie anstoßen. Sonst klappt's nicht. Keine Chance. Nein. Das war meine Schuld, leider. Leider, leider. Boah, ich habe gesehen, dass es dafür Erfolge gibt, mit irgend so Dingen fehlerfrei schaffen oder nur mit einer bestimmten Anzahl an hier quasi Nutzungen vom Grappling Hook. Ich glaube, von den ganzen Erfolgen kann ich mich einfach mal verabschieden. Beziehungsweise gut, mit genug Übung wäre es eventuell möglich, den ein oder anderen Erfolg wirklich zu schaffen. Aber ich will es mal nicht verschreien. Ich habe doch jetzt so ein... Irgendwo ist so ein Messgerät. Irgendwo ist eins. Ich höre es doch. Ha! Jawohl!
hab doch gewusst, ich hab was gehört. Ah, den Gang habe ich von hier aus gar nicht gesehen. So, na dann. Geht's in die Richtung weiter? So allerdings nicht. Jetzt hat's funktioniert. So, trag mich mit dir mit. So. Hopp. Und Punktlandung. Darkness swept over me as I left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms. As I entered the chasms, it struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink, and although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well, or was it something else? Das werden wir früh herausfinden, befürchte ich. Wahrscheinlich um einiges früher als... Hey. Mir persönlich lieb ist, das war wieder klar, dass mir sowas passiert. Das war halt einfach sowas von klar. So. Okay. Na dann, Darkness, my old friend. That's not how it works, okay. Dann halt so. Und Nummer 3. Zwischenlandung hier. Genau auf dem Speichersymbol. Sehr schön. Und dann geht's weiter. Hopp, hopp. Sehr geil. Habe ich hier nicht angefangen? Nein! Shit. So. Und jetzt aber. Mit weit mehr als genug Schwung. Da hinten müssen wir lang, aber hier hinten sah es gerade so aus, als ob es hier auch irgendwas geben würde. Oh, was ist denn das? Was? Steht da was? Ich kann es nicht wirklich lesen. Oh. Okay. Spannend. Hopp. Bisschen schneller fortbewegen. So, ah, hier sind auch lauter diese Symbole an der Wand. Maddie? Hi. I'm glad you came. Sorry about back there. I just get so frustrated. They cling so desperately to what they know, won't ever do anything new. It feels better when Fred is around. I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? Ach, da steht sie ja. Language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays, but no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, don't move when the eye is open, I think. I wonder what it means. Whatever. We should get going. Why don't you take me on your back? It'll be faster if you carry me. I used to piggyback on Fred all the time. Turn around and I'll hop up. Warum kommst du mit, wenn du nicht selber gehen willst? You're not going to drop me, right? Okay, no. Let's go. Madeline climbed up on my back, and with the suit on, I could barely feel the extra weight. The winding, narrow tunnels felt like they were closing in on me. They were oddly long and twisting, almost like someone or something had dug them out. With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. Oh, der war knapp. Holy shit.
So, wieder aktiviert, dass es hier etwas heller und freundlicher drin wird. Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. So. Shit. Wait for it. Ich schaff das. Und komm. Oh. Fuck. Es ist gar nicht so einfach. Um ehrlich zu sein. Oh, okay. Passiert gar nichts. Eigentlich hätte es uns jetzt komplett aufgespießt. Aber gut. Ich möchte mich nicht be... Wow, klagen. Was steht da? Farewell, old life. Let us start anew. The Straits were ordinary people living in the village long ago. They disagreed with the old traditions and left to form their own village. Or they were thrown out for misbehaving. The stories differ a bit. Natürlich. Wie immer. Je nachdem, wer die Geschichte erzählt. Nein! Es war wohl doch etwas zu niedrig, der letzte Schwung. Komm. Na, fuck. Ich hab's auch einfach immer zu eilig, glaube ich. Deswegen muss ich alles 5-mal machen, weil... Ja, ich halt einfach nicht vernünftig aufpasse. So wie jetzt. Bestes Beispiel. Hey, Mist, diesmal... Hat das mit dem Sprung nicht ganz funktioniert? Ich stelle mich auch an wie der erste Mensch. So. So. Jetzt aber. Und yes. Seemingly bottomless pits loomed below us, everywhere in the cave. The further we got, the more I felt like what faint light existed down there was getting fainter. I was really glad that I wasn't alone. Verständlich hier drin. Wirklich verständlich. Wir müssen jetzt wirklich dahin? Hey, solltest eigentlich nicht zurückspringen. Oh, Mist. Das war nichts, wo man sich festhalten konnte. Musste ich leider gerade feststellen. Komm! Gut. Jetzt habe ich es endlich verstanden, wie ich hier weiterkommen muss. So. Und das letzte noch. Was steht da? Beware. Of what? That doesn't sound too good. Da ist wieder. Ich hör's. Sehr geil. Hopp. Nice. Nice, nice, nice. So kommt man noch viel schneller voran. Das ist mega praktisch. Oh oh. What was that? I had never heard a creature sounding as terrifying, and I imagined it wouldn't be happy about visitors. Das befürchte ich allerdings auch. Nein, ich hab losgelassen. Shit. Komm, 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 komm. Yes, dieses Mal aber. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin oben gegengestoßen. Kann das irgendwie sein? Oh, ja, jetzt bin ich auf jeden Fall oben gegengestoßen. Ach komm, hey. You fucking serious? Jetzt aber. God damn it. Und
Oh. Scheiße. Scheiße, da kommt man doch... Ah, rauf. Na eben. Ach, unten kommen wir her. Ich wäre jetzt wieder runtergefallen und hätte von vorn anfangen müssen, quasi. Nein! Dieses Mal nicht. Ach so, scheiße. Doch. Shit. Nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst. God damn it. So. Na? Okay. Ich habe übrigens... Ah! Keine Ahnung, wo ich hin muss. Bin ich hier vielleicht doch richtig? Ja, doch. Sieht so aus tatsächlich. Ich höre was. Ich höre hier so ein Messgerät irgendwo. Shit. Wo ist es? Ich bin gerade nur so leise. Weil ich sonst nicht höre. Wo ist es denn? Da ist es doch. Ganz groß und ich sehe es natürlich nicht. War ja wieder klar. Ach so, hier bin ich gelandet. Da hinten geht's wenn dann weiter. Shit. Okay. Hopp. Jawohl. So. Was ich nur hier wirklich gut finde. See that glowing plant over there? I bet something will happen if you use your grapple on it. Dass alle 2 Meter was zum Speichern kommt. Told you so. Gut, dass das Ding aufleuchtet, haben wir schon herausgefunden. Was gibt's denn da hinten? Ach so, von da sind wir hier runtergesprungen. Okay, so, na dann. Hopp. Ich sehe halt nichts, ne? Ah, schon besser. Viel besser. So. Nummer 2. Und Nummer 3. Und Zwischenlandung auf der Plattform. You're not scared, are you? 'Cause I'm not. 'Cause I'm not. Definitely not. Scheiße. Volle Kanne daneben gesprungen. Aber so richtig. So, ich schätze aus. Wir wollen mal Licht anmachen hier. Oh, der war knapp. Scheiße, war der knapp. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss und ob ich in die richtige Richtung laufe. Aber ich bin guter Dinge. Immer den leuchtenden Pflanzen nach. Das glaube ich. Glaube ich, ein guter Plan. In dem Fall wäre der Plan fast in die Hose gegangen. So, aber über Licht anmachen ist auf jeden Fall sehr gut. Fred has been with my people since the first villager was born. He helped us build the village, taught us how to speak and helps us with everything. He taught me how to read and write as well. That's how I could learn to read the writing on the walls.
Okay. Oh. Da ist was. Ich hör's doch. Ich muss es nur noch finden. Irgendwo hier muss es sein. Ah, da unten. Nice. So. Halt. Jawohl. Wow. Ah, don't move. Get back. When the eye is open, he says. Shit. Whoa. Dude. I think I figured out what eye that writing was going on about. Mm-hmm. Maybe we shouldn't charge right out in front of that thing. Remember what it said. Don't move when the eye is open. Yep. I still know that one. Komm. Mach die Augen zu. Schlaf. Alles gut. Kein Draht, der dich irgendwie stören will. Just leave us the fuck alone. Ich wollte gerade sagen, ich traue mich nicht. Zum Glück habe ich es auch sein lassen. Es wäre böse ausgegangen. So ein bisschen. Wo muss ich denn jetzt lang? Da geht's los. Dann geht's da weiter. Hopp. So. Oh. Sup, Buddy. Can't see me. Oh. Doch, er konnte mich sehen. You fucking serious? Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay, okay, okay. I got it. I fucking got it. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir die Folge an der Stelle auch einfach beenden. Weiter geht es wie immer in der nächsten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.